Es ist ein ganz normaler Wahlkampfauftritt irgendwo in der Provinz von Pennsylvania. Dann fallen mehrere Schüsse. Donald Trump greift sich ans Ohr. Eine Patrone streift den Ex-Präsidenten am Kopf. Trump geht zu Boden. Seine Personenschützer werfen sich auf ihn. Sekunden vergehen. Nach rund einer halben Minute richtet sich der republikanische Präsidentschaftskandidat wieder auf und ballt die Faust Richtung Publikum. Ein Trump-Unterstützer soll in der Menge gestorben sein, zwei weitere Männer schwer verletzt. Ich bin dann darüber und habe gesagt, ich arbeite in der Notaufnahme. Der eine Mann war eingeklemmt zwischen den Bänken, er hatte einen Schuss in den Kopf, er hatte viel Blut verloren. Da waren noch andere, sehr hilfsbereite Menschen. Ich habe ihn auf eine Bank gelegt und Herz-Lungen-Massage gemacht. Inzwischen sei der Schütze laut Polizei schon identifiziert. Er soll Thomas Matthew Crooks heißen. Und jetzt ist dieses Video aufgetaucht. Ein Scharfschütze schießt auf den Täter auf dem anderen Dach, bevor der noch mehr Schüsse abgeben kann. Heute Abend gab es einen Mordversuch auf unseren ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Donald Trump selber hat das Attentat überlebt und bis auf eine Verletzung am Ohr wohl gut überstanden. Auf seiner Plattform Truth Social schreibt er: Ich möchte mich bei allen Einsatzkräften für die schnelle Reaktion bedanken. Vor allem aber möchte ich mein herzliches Beileid an die Familie der verstorbenen Person ausrichten. Es ist unfassbar, dass so etwas in unserem Land möglich ist. Ich wurde mit einer Patrone abgeschossen, die den oberen Teil meines rechten Ohres getroffen hat. Ich wusste sofort, dass hier etwas nicht stimmt. Die Patrone ist durch meine Haut gegangen, ich habe sehr geblutet. Der Schütze soll sich auf einem Dach ungefähr 120 Meter von der Bühne befunden haben. Schon vor den Schüssen hatten Trump-Anhänger den Attentäter entdeckt und die Sicherheitskräfte informiert. We noticed a guy crawling, arm, you know, bear crawling up the roof of the building. Wir haben einen Mann gesehen, der auf ein Dach geklettert ist, nur wenige Meter von uns entfernt. Der Mann hatte eine Waffe in der Hand. Also sind wir zur Polizei gerannt und haben gerufen, da ist ein Mann mit einer Waffe auf dem Dach. Und die Polizei hat nicht richtig reagiert. Sie wirkte so, als würde sie gar nicht wissen, was da gerade passiert. Und ich wieder, ich sehe ihn, da oben ist ein Mann mit einer Waffe. Ich habe nicht verstanden, warum sie Trump nicht vorher von der Bühne gezerrt haben. And next thing you know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? Hat es abgesehen von dem einzelnen Schützen noch weitere Täter gegeben? Auch das liegt jetzt im Fokus der Ermittler. Trump ist inzwischen in New Jersey wohlbehalten aus dem Flugzeug gestiegen.